15 Punkte in Geo in der Oberstufe, so geht's. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Denkt an die Anmeldung zu dem Besprechungstermin fürs Abiturathleten Bootcamp. Findet ihr hier unten unter der Beschreibung. In der Beschreibung, was laber ich denn jetzt? Ab in die Tipps. Erstens die Real-Life-Relevanz. In meinen Augen gibt es fast kein Fach, was sich mit so bedeutungsvollen Themen beschäftigt wie Geografie selbst. Also egal, ob das der Klimawandel ist, ob es andere Dinge über die Erde ist, verschiedene Erdplattenverschiebungen, Winde, was auch immer. Egal, was du besprichst, du bist eigentlich tagtäglich damit konfrontiert, ohne dass du es dir bisher bewusst warst. Aber Geografie kann es wirklich schaffen, dass du erkennst, krass, so verläuft das Ganze, so war das früher und was auch immer man alles in Geografie bespricht. Und das ist doch einfach mega, mega geil, weil dadurch, dass man erkennt, ey, die Themen sind so relevant eigentlich für, nicht nur für mich, sondern für unsere gesamte Gesellschaft, für unsere gesamte Erde eben, deswegen auch Geografie. Daraus sollte eigentlich so eine große Begeisterung und damit auch so ein großes Interesse entstehen, dass du eigentlich, keine Ahnung, eigentlich nicht anders können solltest, als motiviert zu sein. Zweitens, in Buch/Internet lesen. Speziell in Geografie, muss ich sagen, kannst du erstens sehr, sehr schnell und extrem einfach sinnvoll weiterführende Informationen zum Unterrichtsstoff finden. Und das ist einfach, gerade in Geografie kommst du dadurch eigentlich auch ziemlich leicht auf diese Next-Level-Gedanken, die man vielleicht manchmal für 13, 14, 15 Punkte in der Mitarbeit braucht. Und gerade für die Personen, die da strugglen, in Geo könnt ihr das, denke ich, mit am einfachsten lösen. Einfach indem ihr euch ein bisschen erkundigt zu einem jeweiligen Thema. Einfach das mal in Google eingeben, einfach ein paar Dinge durchlesen. Weil gerade wenn du die Grundsachen in Geografie verstanden hast, dann ist es eigentlich relativ leicht möglich, auch das Ganze, die ganzen weiterführenden Gedanken darauf aufzubauen, die auch nicht nur theoretisch auswendig zu lernen, sondern wirklich zu verstehen, was vielleicht auch dein ganzes Interesse und damit deine Motivation für Geografie noch tiefer verstärken kann. Und wenn du das hast, dann steht dir eigentlich schon nichts mehr im Weg. Drittens, Materialarbeit. Egal, ob du dein Atlas, ein Diagramm, eine Skizze, was auch immer verwendest, in Geografie sind solche Sachen eigentlich extrem präsent. Und ich würde dir auch sehr stark empfehlen, sehr viel mit diesen Dingen zu arbeiten. Weil erstens erkennst du, dass es einfach wirklich im echten Zusammenhang wichtig ist, dass einfach nicht nur irgendwas theoretisch ist, sondern hey, da wird wirklich was gemessen. Hey, das ist wirklich auf unserer Erdkarte so und so und so. Und, was auch noch viel wichtiger ist, zweitens, du musst es wirklich verstehen, weil du, sobald du mit irgendwas schon arbeitest, bist du direkt in der Anwendung. Ja, du liest ja nicht einfach nur noch deinen Heftseintrag durch und versuchst dir das alles irgendwie zu merken, wo ich ja immer ganz kein großer Fan davon bin. Und deswegen arbeite möglichst viel mit dem Atlas, Aufgaben, die da drin sind, versuch Diagramme zu verstehen, was bedeutet das, versuch die Diagramme zu interpretieren, weil ja auch gerade das wieder die Aufgaben in Form von Transferaufgaben in der Klausur sind, die gestellt werden, wo du einfach gut sein musst, um eben die 12, 13, 14, 15 Punkte dann auch wirklich zu schreiben. Viertens, debattiere mit dir selbst und anderen. Gerade für eben die hohen Punktezahlen ist es, und das ist speziell in Geografie sehr, sehr leicht, wichtig, dass du mit anderen über das Thema sprichst. Und dadurch, dass in Geografie es eben so viel, oder auch Erdkunde, je nachdem, wie man es eben nennen möchte, dadurch, dass da eben wirklich so oft nicht alltägliche Themen, aber wirklich grundsätzlich relevante Themen besprochen werden, bieten die eigentlich eine super geile Diskussionsgrundlage. Das heißt, schnapp dir wirklich ein, zwei, drei Personen vielleicht, die mit in deinem Kurs sind, die auch richtig gut sein möchten, und dann diskutiert mal über die Themen, weil du wirst sofort merken, wo hast du Lücken, wo hat jemand vielleicht auch irgendwas gesagt, was du selbst nicht so ganz verstehst, und all diese Themen, wenn du die auch selbst, manchmal hast du nicht jemanden zur Verfügung, einfach nur mal mit dir selbst besprichst, vielleicht auch wenn du da sitzt, ja, beim Lernen, wirklich nicht einfach nur die Sache durchlesen oder auch nicht nur die Skizze anschauen, sondern diskutiere mit dir selbst wirklich mal über die Skizze. Warum ist der Temperaturverlauf so? Warum sind die Winde so? Was bedeutet die und die Klimaveränderung für das und das Land? Wirklich mal reingehen, diskutieren, dich aktiv in den Stoff reinzuwerfen, weil so verarbeitest du es richtig tief und hast schlussendlich auch ein richtiges Verständnis, was dann den Weg zu den 15 Punkten freimacht. Fünftens, als Entscheider fühlen. Wenn du wirklich daheim sitzt und lernst und dann wirklich dir so überlegst, okay, mache ich das so, mache ich das so, mache ich das so, mache ich das so, sollte man jetzt zum Beispiel wirklich den Klimawandel so und so angehen oder was sind wirklich die Ursachen dafür? Fühl dich wirklich mal Entscheidung als Entscheider. Bleiben wir mal beim Klimawandel. Stell dir wirklich vor, du bist irgendwie dann beim G7, G8, was weiß ich, was für ein Gipfel ist aktuell, G9-Gipfel, wo du dann da sitzt
und überall andere wichtige Bundeskanzler, Umweltminister und was weiß ich alles aus den verschiedensten Ländern und Parlamenten und du bist einer davon. Und es wird so ein großes Thema wie beispielsweise der Klimawandel besprochen und dann musst du einfach selbst was vortragen. Stell dir auch selbst einfach so eine Debatte vor, was könnten Einwände sein, welches Land hat vielleicht auch welche Interessen, ja, Russland mit Öl und Amerika und China und alles Mögliche, bring das alles mit ein, führ in deinem Kopf eigene Gespräche, eigene Diskussionen und so kannst du wirklich das Ganze halt auch extrem stark von der Bedeutung her pushen. Dadurch, dass es einfach, du das Gefühl hast, du bist in einer echten Besprechung, in einer echten Diskussion, prägt dich dein Kopf das so viel besser ein und du wirst die Sachen auch wirklich dauerhaft wesentlich länger abspeichern. Deswegen in diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir beide sehen uns im nächsten Video, dein Leo. My dream, I can't let none of these looks in vain. No, most of these blessings I can't even see. Praying that.